Karlsburg, ein beschauliches Dorf im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Doch die Idylle trügt, denn die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Karlsburg befinden sich buchstäblich in der Klemme. Und auch nach dem Einsatz drückt und kneift das einfach überall. Oh Mann! Wie jetzt aber los? Ja, wie ihr gesehen habt, ist unser Gerätehaus ja doch ein bisschen marode und schon doch arg zu eng. Also die Feuerwehrunfallkasse hat uns auch schon mächtig auf die Füße getreten. Und da waren wir nur gezwungen, irgendwas zu unternehmen. Wir haben natürlich auch schon in Planung ein neues Gerätehaus, wo auch schon Mittel im Gemeindehaushalt eingestellt sind. Aber ja, das Land ist da immer noch ein bisschen säumig. Und von daher haben wir das Angebot von der Feuerwehr Züssow angenommen und haben gesagt, okay, ziehen wir eben derweil bis dahin um. Können die Kameraden sich auch schon mal daran gewöhnen, wie das im richtigen, vernünftigen Gerätehaus so abgeht. Ne? Und ja, ich sag mal, das ist schon in Ordnung, da wir auch zusammen so Einsätze fahren und so weiter, ja, ist schon ein gutes Verhältnis mit der Feuerwehr zu so. Okay, willkommen. Jo, danke. So, Mike, der große Tag ist ja nun gekommen. Nun ziehen wir einfach wieder hier. Jetzt ist es so. Ja, wo ist es soweit? Pass auf, ich habe hier auch schon mal ein bisschen was. Oh, hast du schon mal vorbereitet? Ja, das gucken wir mal durch. Also, das ist der Schlüssel für den Heizungsraum. Da hin und wieder mal reingucken. Und Briefkasten ist auch mit dran. Also, Heizungsraum. Ja, und die Post kommt ja jetzt auch hier. Ja. Und das ist für die Halle. Musst aber aufpassen bei der Alarmanlage. Ne? Das ist so ein Knopf, zeige ich dir alles noch. Gut, kriegen wir aber hin. Also ah ja, ist schon wichtig, weil wir sind ja immer die Ersten, die hier sind. Ne? Das ist schon. Ja, wir werden sehen. Also, wie gesagt, hier muss ich noch ein bisschen Platz machen. Ja, du kannst da hier oben auch rein. Ich habe mir jetzt schon mal so ein bisschen räumlich so ein bisschen gedacht. Naja, das ist ein bisschen wenig. Ja, du kannst ja auch ein bisschen. Ah, das ist ein bisschen wenig. Es, wir kommen jetzt nicht noch an, wenn du ein bisschen drüber stehst. Nein, 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 nein. Das kriegen wir schon hin. Also, gut. Da haben wir uns auch nicht so. Aha. Ja, wollen wir dann nochmal draußen gucken? Wie das draußen ist? Können wir auch nochmal gucken, ja. Gut. Wir kriegen deine Akten, weiß ich nicht, müssen wir aus dem Schrank. Na ja, dann müssen wir da ein bisschen was wegnehmen hier. Brauchst du davon alles, nö? Ja, alles, was man so braucht, ne? Ja. Naja, guck mal, siehst du, das reicht noch gar nicht. Ja, aber dann muss auch bald mal Schluss sein, ne? Nee, also ich habe ja noch nicht mal alles hier, du. Also, da muss man schon noch ein bisschen wegräumen. Siehst du? Ah ja, das ist auch nicht so schlimm. Ja, hey, Ida! Viele Kameraden hingegen müssen ihren neuen Platz erst noch finden. Kurzer Hin- und Herphase ist die Feuerwehr Karlsburg jetzt bei uns eingezogen. Es hat sich herausgestellt, dass wir auf Schlag verdoppelt haben, unsere Anzahl an Kameraden. Ein Fahrzeug mehr in der Fahrzeughalle. Duschen wird eng. Wehrführerbüro, ja. Also man muss sich engagieren. Also ne, man muss ein Geben und ein Nehmen. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und wir werden das schon packen. Wir hoffen, dass es so ist, nicht so ist wie mit dem Fisch und mit dem Besuch, der nach 3 Tagen anfängt zu stinken. Und hoffen, dass das Karlsburger Gerätehaus schnell fertiggestellt wird und wir unsere Kameraden wieder
nach Karlsruhe verschicken können.